Die Allgäu-TV-Nachrichten am Freitag. Herzlich willkommen. In Memmingen spalten die Umbauarbeiten am Weinmarkt derzeit die Stadt. Die eine Seite bangt um ihre Existenz, die andere Seite möchte Klimaziele erfüllen und mehr Lebensqualität in der Innenstadt schaffen. Die Situation ist knifflig, vor allem, weil die Maßnahmen schon weit fortgeschritten sind. Heute gleich unser erstes Thema. Zwischen Lebensqualität und Existenzangst, der Memminger Weinmarkt als Streitthema. Und nochmal Memmingen, dort entsteht ein grünes Zentrum für Start-ups aus der Region. Außerdem, Sparen ist angesagt, die finanzielle Situation der Stadt Kempten. Das Wetter im Allgäu, sonnig und mild, auch nächste Woche. Erst Baustelle, dann Streitmittelpunkt. Ab Mitte März wurde der Memminger Weinmarkt umgebaut. Klimaanpassungen waren das Ziel der Arbeiten. Der Platz sollte grün und autofrei werden. Letzteres sorgt jetzt kurz vor Ende der Baumaßnahmen für viel Diskussionsstoff. Denn es prallen zwei Meinungen aufeinander. Die Stadt und die Memminger Klimainitiative stehen auf der einen Seite, die Einzelhändler auf der anderen. Sie fürchten um ihre Kundschaft. Ein Thema, das eine Stadt in zwei Lager teilt. Einkaufsmöglichkeit, Durchfahrtsstraße, Flaniermeile. Auf den Memminger Weinmarkt treffen viele Begriffe zu. Das mit der Durchfahrtsstraße dürfte sich allerdings schon bald erledigt haben. Denn der Weinmarkt ist gerade dabei, komplett autofrei zu werden. Die Memmingerinnen und Memminger haben dazu sehr geteilte Meinungen. Also ich finde es an sich okay. Aber ich kann jetzt auch weder pro noch contra, weil ich eh nicht so viel mit dem Auto in der Stadt rumfahre. Also ich finde das ganz prima. Also das ist zukunftsträchtig und für die Menschen ist es einfach lebenswerter. Und finde ich prima. Ja, ich finde es nicht gut, weil die Stadt ist eh schon ziemlich tot am Abend und am Nachmittag. Und wenn man jetzt den Weinmarkt hier noch komplett für den Autoverkehr schließt. Ein autofreier Weinmarkt mache auch deswegen Sinn, weil er ohnehin nie als Verkehrsachse gedacht gewesen sei. Der Weinmarkt ist eigentlich die große durchschneidende Achse in der Altstadt, wo momentan der Verkehr von Ost nach West drüber läuft, obwohl wir eigentlich einen Altstadtring haben, der sehr gut funktioniert. Alle Parkhäuser, alle Parkplätze darüber eigentlich sehr gut erreichbar sind. Und man sieht es und hört es ja jetzt auch ein bisschen im Hintergrund. Es durchschneidet auch unsere Fußgängerzone, die Kramerstraße. Und es war eben auch der Wunsch aus der Bevölkerung, hier praktisch die Einfahrt in die Altstadt nicht zu behindern und es gar nicht irgendwie schlecht zu reden, dass ein Auto natürlich in die Altstadt auch kommen muss. Aber diese Durchfahrtsmöglichkeit, die wollte man halt unterbinden. Neben dem Umweltaspekt spielt auch die Sicherheit eine Rolle. Zudem wollte die Stadt mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer schaffen. Ein Plan, der nicht nur den Memminger Stadtrat spaltet, sondern die ganze Stadt. Allen voran sind es die Gastronomie und der Einzelhandel am Weinmarkt, die sich gegen ein Autoverbot stellen. Unter anderem mit einer laufenden Unterschriftenaktion. Sie fürchten, dass ihnen viele Kunden wegfallen könnten, wenn in der Straße keine Stellplätze mehr zur Verfügung stehen. Sie bangen um ihre Existenz. Vor der Kamera wollte sich von ihnen aktuell niemand äußern. Die Existenzängste kann Wolfgang Friedl von der Klimainitiative Memmingen zwar nachvollziehen, allerdings ist er davon überzeugt, dass sich die Veränderung auf Dauer auch für den Handel positiv auswirken wird. Einfach, weil die Lebensqualität in der Stadt steigt und die Gastronomen mehr Plätze auch haben werden. Also Bestuhlung wird vermutlich größer sein und auch die Frequenz wieder höher wird, die ja auch bisher eigentlich nicht abgenommen hat, aber sie soll natürlich noch weiter steigen. Auch Stadtplaner Uwe Weißfloch ist von der Maßnahme überzeugt, die insgesamt rund 1 Million Euro gekostet hat. Einen Großteil übernimmt die Regierung von Schwaben. Viele Jahre wurde geplant und letztendlich auch bereits gebaut. Den späten Zeitpunkt des Widerstands gegen das Projekt kann die Stadt nicht verstehen. Weil das Ganze basiert ja auf der vorbereitenden Untersuchung. Es gab damals eine Bürgerbeteiligung. Wir hatten 20, 22 und 23 entsprechende Beschlüsse und Sitzungen, auch alles öffentliche Sitzungen. Also das Thema ist eigentlich schon lang bekannt. Und auch die veränderte Verkehrsführung, die wir ja initiiert haben, weil wir den Weinmarkt zumachen und dadurch ja verhindern wollten, wenn sich die Verkehre verlagern, müssen wir vorher darauf reagieren, müssen Verkehrsführungen anpassen, wie zum Beispiel am Schrannenplatz. Von daher sind wir jetzt schon von der Wucht überrascht. Und die ganz aktuellen Entwicklungen werden die Gegner des Projekts erfreuen. Ursprünglich sollte der Weinmarkt bereits im Herbst 2024 autofrei sein. Nach einer Abstimmung im Stadtrat wurde der Termin in den kommenden März verschoben. So bleibt das wichtige Weihnachtsgeschäft ohne jede Einschränkung. Wir bleiben natürlich am Thema dran.
Und gleich nach dem Jahrhunderthochwasser vor knapp 5 Monaten wird in Babenhausen nun über mögliche Hochwasserschutzmaßnahmen diskutiert. Das und weitere Nachrichten aus der Region gibt's gleich bei uns in Kompakt. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zum guten Sehen. Wir stehen für umfassende, kompetente Sehberatung auf dem aktuellen Stand von Forschung und Technik. Ausblick auf mehr Durchblick. Ihr Heinz-Sehzentrum Westallgäu in Lindenberg. Auto Heinz und Max. Kompetenz für die Technik von morgen. Wir sind Ihr Partner für Wartung, Service oder Reparatur Ihres Volvo. Und das seit mehr als 43 Jahren. Besuchen Sie auch unsere Fahrzeugausstellung. Auto Heinz und Marx. Ihr Volvo-Service-Partner in Kempten. Küchenmeier. Mit Sicherheit die beste Wahl beim Küchenkauf. Erwarten Sie Auswahl, Beratung und Service der Extraklasse. Überzeugen auch Sie sich von unserer Qualität. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now. Mein Bär heizt ein. Unsere Pellets stammen zu 100% aus der heimischen Holzverarbeitung und werden in regionaler Produktion hergestellt. Fragen? Unser Team weiß Bescheid. Kessler, bärenstarke Energie. Hosp, Ihr Weinhandel im Allgäu. Der Spezialist für Wein, Sekt und Spirituosen. In Kempten, Ludwigstraße 32. Für jeden Geschmack das Passende. Hosp Weinhalle. Mein Bär, vor Ort für Sie da. Kessler, bärenstarke Energie. Es ist wieder da, das RSA Bergrauschen. Gipfelglück und Partyfieber. Am 30. November fahren wir mit euch in eines der schönsten Skigebiete Vorarlbergs. In die Silfretta Montafon. Und das für nur 64 Euro. Im Ticketpreis inklusive die Busfahrt, der Tagesskipass für die Silfretta Montafon und die Skiparty am Berg mit DJ Nick von RSA. Das RSA Bergrauschen. Alle Infos auf rsa-radio.de. Willkommen zurück zu Kompakt. Bereits letztes Jahr im Sommer wurde der Prozess wegen Vorwürfen gegen Sachverständige abgebrochen. Jetzt wird der Fall komplett neu ausgerollt. Die Rede ist vom Tierskandalprozess, bei dem ein Vater und seine beiden Söhne aus Bad Grönenbach vor Gericht stehen, weil sie ihre Tiere nicht richtig versorgt haben sollen. Übernächste Woche startet der Prozess also seinen zweiten Anlauf. Weitere Nachrichten des Tages gibt's jetzt im Überblick. Maßnahmen nach Flut. In Babenhausen wird knapp 5 Monate nach den heftigen Überschwemmungen Anfang Juni über Maßnahmen für mögliche weitere Überschwemmungen nachgedacht. Wie die Allgäuer Zeitung den Bürgermeister von Babenhausen Otto Göppel zitiert, wolle man im Ort einen Leuchtturm, also eine zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, festlegen. Wo dieser Ort sein soll, werde aktuell noch erörtert. Auch müsse die Gemeinde im Falle einer Überschwemmung rund um die Uhr erreichbar sein. Um die Einsatzkräfte zu entlasten, sei es außerdem denkbar, dass Mitarbeitende des Einwohnermeldeamtes mithelfen könnten, beispielsweise wenn es um eine Evakuierung des Ortes geht. Rund um die Entsorgung von Abwasser wird über ein Notstromaggregat nachgedacht. Was die medizinische Versorgung angeht, sei es möglicherweise notwendig, die Praxis des Ortes zu erweitern. Für den Schutz des Feuerwehrhauses, das bei den Überschwemmungen stark betroffen war, hätte man sich bereits Angebote für einen mobilen Hochwasserschutz eingeholt. Bei vielen der Punkte gilt es in der kommenden Zeit nun zu klären, was finanziell machbar sei und was nicht. Humedica erneut qualifiziert. Die international agierende Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica ist erneut von der Weltgesundheitsorganisation als Emergency Medical Team, kurz EMT, klassifiziert worden.
Entwickelt und eingeführt hat die WHO die Klassifizierung als Reaktion auf das Erdbeben 2010 in Haiti. Damals waren zahllose internationale Hilfsorganisationen unkoordiniert ins Land gekommen und hatten kurzfristig dafür gesorgt, dass Ressourcen knapp wurden. Die Klassifizierung sorgt seitdem dafür, dass es definierte Standards dafür gibt, wie Hilfsarbeiten ablaufen. Um die Klassifizierung zu erhalten, mussten die Katastrophenhelfer und Helferinnen aus Kaufbeuren eine theoretische und praktische Prüfung bestehen und nachweisen, dass sie die Standards der Weltgesundheitsorganisation erfüllen. Humedica existiert seit 1979 und setzt sich weltweit dafür ein, dass Menschen in Notlagen geholfen wird. Teilöffnung des Gartenschaugeländes. Knapp drei Wochen nach dem Ende der Landesgartenschau werden nun erste Teile des Geländes für die Bevölkerung freigegeben. Laut Medienmitteilung werden zum Wochenende die beiden bewohnten Bereiche für die Öffentlichkeit geöffnet. Gleichzeitig würden die Eingangskontrollen an den 24-Stunden-Eingängen enden. Unter anderem der Erba-Park und mehrere Spielplätze bleiben vorerst allerdings gesperrt. Die Bereiche werden mit Bauzäunen gesichert, auch weil hier der Rückbau mit schweren Maschinen stattfindet. Das war Kompakt für heute. Jetzt ist Zeit für einen Blick auf die Wetterkarten. Und der wird alle Herbstfans erfreuen, denn der Oktober dreht auf seine letzten Tage nochmal richtig auf und bringt viel Sonne. Immer auf der Sonnenseite mit Reise.tv und den Angeboten der AZ Leserreisen bei Allgäu.tv. Heute Nacht zeigt sich der Himmel über dem Allgäu größtenteils wolkenverhangen. Im Norden kann sich Nebel bilden. Die Werte liegen zwischen 6 und 8 Grad. Der Samstag startet warm, aber bewölkt, nur in Richtung Allgäuer Alpen kann sich gelegentlich die Sonne zeigen. Die Werte liegen zwischen 13 und 21 Grad. Am Nachmittag zeigt sich im Norden und Süden immer mal wieder die Sonne, große Wolkenfelder bestimmen aber das Tagesgeschehen am Himmel. Mit bis zu 23 Grad ist es für Ende Oktober ausgesprochen warm. Auch in den Bergen zeigt sich abgesehen vom Nebelhorn immer wieder die Sonne. Die Höchstwerte liegen auf dem Nebelhorn bei 14, auf dem Gründen bei 19 und in Ofterschwang-Gunzesried sogar bei 20 Grad. Die kommenden Tage bleibt es mild und sonnig. Am Sonntag zeigt sich die Sonne sogar noch ein bisschen häufiger und wir bekommen bis zu 19 Grad. Viel Sonne auch am Montag bei Werten bis zu 17 Grad und auch der Dienstag wird voraussichtlich sehr freundlich und sehr sonnig bei Temperaturen bis zu 16 Grad. Sich vor Ort vernetzen, sich gegenseitig inspirieren und Startups aus der Region eine Chance geben. All das soll der Green Tech Hub bei Memmingen bieten. Was erstmal sehr futuristisch klingt, sind im Grunde Büro- und Werkstattflächen, die künftig dann von grünen Startups genutzt werden. Also von jungen Unternehmen, die ihren Fokus auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung legen. Was der neue Hub für das Allgäu bedeutet, Marisa Menner hat die Details. Nicht alles, was gewagt wird, gelingt, aber alles, was gelingt, wurde einmal gewagt. Unter diesem Motto startet der neue Green Tech Hub bei Memmingen nun in die Zukunft. Auf rund 2000 Quadratmetern entstehen hier Büro- und Werkstattflächen. Gestern Nachmittag war das offizielle Richtfest, somit auch ein besonderer Tag für die beiden neuen Geschäftsführer des Hubs. Wir werden hier im GreenTech Hub vor allem natürlich Startups rund um die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung ansiedeln und im Programm quasi mit aufnehmen. Und diese Startups haben unterschiedliche Themen, von Energiemanagement bis hin zu Startups, die sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigen, aber auch zum Beispiel KI-Startups, die werden wir aufnehmen. In den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung hat Deutschland einiges aufzuholen. Genau diese Aufgabe möchte der Green Tech Hub nun in Angriff nehmen. Die Startups, die hier künftig angesiedelt werden, kommen aus der Region. So auch Asset Energy. Der Messdienstleister befasst sich mit der Digitalisierung von Heizkostenabrechnungen. Besonders die Vernetzung vor Ort mit anderen jungen Unternehmen hält viele Möglichkeiten bereit. Wir als Asset Energy kümmern uns ums Thema Messdienstleistung, somit im Bereich der Wohnungswirtschaft, um das Thema Reduzierung der CO2-Verbräuche über eine Datenerfassung. Aber auch bei anderen Unternehmen, die ähnliche Herausforderungen haben im Weg einer Start-up-Gründung,
können wir da auf gegenseitige Unterstützung hoffen. Wir haben alle das gleiche Mindset und wollen gemeinsam was vorantreiben. Und nicht jeder muss für sich selber schauen, wie es vorangeht. Und das nutzen wir hier als Start-up-Gemeinschaft. Auch der Standort Memmingen ist für das Start-up attraktiv. Hier sitzen viele mittelständische Unternehmen, bedeutet mehr Flexibilität als bei großen Konzernen. Gegründet wurde der Green Tech Hub von mehreren Unternehmen aus dem Allgäu. Die Kosten für das Projekt tragen die Gesellschafter gemeinsam. Jedes Unternehmen investiert hierfür im siebenstelligen Bereich. Und die ganz große Vision, das Allgäu soll europaweit als führende Region grüner Technologie wahrgenommen werden. Ja gut, man darf ja groß denken und natürlich fangen wir erst mal kleiner an. Also wir sind definitiv jetzt erstmal ein regionaler Hub, aber der Anspruch ist definitiv, dass wir eben durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten, aber auch mit anderen Hubs hier dann europaweit letztlich die Ansprechpartner sind, wenn es um grüne Technologien geht und die Weiterentwicklung im B2B-Umfeld. Um es bis ganz nach oben zu schaffen, braucht es vor allem das Know-how. Auf Corinna Tappe und Dr. Stefan Lenz warten jetzt also große Aufgaben und auch jede Menge Arbeit. Wir als Geschäftsführungsteam sind jetzt natürlich dabei, wirklich auch dieses Ökosystem aufzubauen, zu schauen, dass mit dem Gebäude alles funktioniert, aber vor allen Dingen natürlich auch die Startups und die Talente nach Memmingen zu holen und natürlich auch weitere mittelständische Unternehmen mit grüner Innovation zu versorgen. Wir werden Veranstaltungen hier noch machen, wir werden Weiterbildungsmaßnahmen für all diese Firmen anbieten und einfach eine ganz, ganz große Community schaffen. Der Green Tech Hub hat also das Potenzial, Memmingen und das Allgäu europaweit voranzubringen und junge Talente in die Region zu locken. Mitte 2025 sollen sich die ersten Start-ups dann hier ansiedeln. Bisher sind es zwei Unternehmen, die Teil des Hubs sein werden. Das soll sich allerdings noch steigern. Geplant ist, dass zwischen 20 und 30 Start-ups hier in Memmingen ihr Zuhause finden und grüne Technologien dann auch über die Region hinaus bekannt machen. Falls Sie diesen oder auch einen anderen Beitrag noch einmal in Ruhe anschauen möchten, dann klicken Sie sich doch auf unsere Homepage unter www.allgäu.tv. Die Stadt Kempten hat Geldprobleme und muss sparen. Welche Auswirkungen das hat, dazu mehr nach einer kurzen Pause. Das Allgäu bedeutet für mich Tradition, Lerbe und Berggang und Dusse an der Natur sein. Das Allgäu ist für mich das Paradies zum Jagen und Fischen. Die Natur ist ideal geschaffen dafür. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Bluthochdruck ist die Volkskrankheit Nummer 1 und ein stiller Killer. Das Problem: Bei hohem Blutdruck nehmen viele Menschen chemische Präparate ein. Aber wieso deren Nebenwirkungen in Kauf nehmen, wenn es natürliche Lösungen gibt? Meine Empfehlung für gesunden Blutdruck ist Knobi Vital, ein altbewährtes Produkt aus der Apotheke. Natürlich, effektiv und seit Jahren sehr beliebt bei unseren Kunden. Knobi Vital, den Knoblauch zum Trinken, gibt es in 8 gesunden Sorten. Probieren Sie doch mal Knobi Vital mit Weißdorn und Holunder. Das Thiamin im Knoblauch fördert eine gesunde Herzfunktion. Seit ich Knobi Vital nehme, hat sich mein Blutdruck stabilisiert und ich fühle mich viel vitaler. Unser Leben ist deutlich aktiver geworden, seit dieses kleine Gläschen Teil unserer täglichen Gesundheitsroutine geworden ist. Knobi Vital erhalten Sie in Apotheken, Reformhäusern, Müllermarkt, DM oder unter knobivital.de. Ich helfe dabei, dass nachhaltige Mobilität real wird. Simon ist Lokführer-Azubi im Badenland Bayern und mittlerweile gehört Virtual Reality bei der Ausbildung dazu. Was? Inwiefern? Das möchtest du wissen? Dann schau mal rein.
also Knobi Vital, Ihrem täglichen Schluck Gesundheit, erfahren Sie zu diesen Sendezeiten. Feuchte Kellerwände. Probleme mit Schimmel und Salzschäden. Wir machen Mauerwerk wieder dicht und trocken. Und das ganz ohne Bagger. Mit Handwerksprofis zum Festpreis. Weinal.de. Egal, wo man hinblickt, es ist ein deutschlandweiter Zustand. Der Wirtschaft geht es schlecht, den Kommunen fehlt das Geld. Auch in der Allgäu-Metropole Kempten muss der Gürtel enger geschnallt werden. Noch bis 2023 war Kempten komplett schuldenfrei. Die Verschuldung pro Kopf liegt bei den Kemptnern mittlerweile bei 300 Euro. Im Vergleich zu anderen Städten ist das zwar noch ein recht kleiner Schuldenberg, trotzdem steht Kempten dadurch vor zahlreichen Veränderungen. Das Sparbuch der Stadt Kempten ist leer. Die Rücklagen sind aufgebraucht. Die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland führen jetzt auch dazu, dass die kreisfreie Stadt im Oberallgäu neue Schulden aufnehmen muss, um größere Aufgaben in der kommenden Zeit bewältigen zu können. 21 Millionen Euro werden es am Ende dieses Jahres sein. Eine hohe Summe, die sogar noch weiter steigen könnte, sagt Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kichle. Wir müssen davon ausgehen, dass er weiter anwächst, weil einfach diese Schere, in der wir uns befinden, immer weiter auseinandergeht. Und das kann ich ganz einfach darstellen. Wir haben stabile Einnahmen, Gewerbesteuereinnahmen. Und insgesamt ist das eine stabile Größe. Da bin ich auch sehr froh und dankbar. Aber die Ausgaben laufen uns davon. Corona, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, hohe Energiekosten und die Inflationssteigerung. Alles Krisen, die am Ende auch viel Geld kosten und da hilft eben nur Sparen. Und wo? Zuerst einmal da, wo die Zuschüsse der Stadt bisher freiwillig waren. Als erstes trifft es den Bereich Kultur, auch wenn das nicht leicht fällt. Wenn wir in den kommunalen Haushalten von Sparen reden, dann kann ich das nicht tun in allen Pflichtbereichen, wo ich verpflichtet bin, Geld auszugeben, im sozialen Hilfebereich zum Beispiel, wo es einfach gesetzliche Grundlagen gibt, sondern ich kann das nur in ganz wenigen Bereichen tun, die nennt man freiwillige Leistungen. Das sind aber genau die, die das Leben in einer Stadt ausmachen. Wir alle wollen eine schöne Stadt und Kulturangebot und Schwimmbad und was weiß ich und vernünftige Straßen und so weiter. Und da haben wir eh schon Bedarfe, die wir so nicht decken können und deshalb ist das etwas, was schon ein Stück weit wehtut. Im Zuge der Sparmaßnahmen im Kulturbereich wird es 2025 unter anderem die beliebten sommerlichen Picknickkonzerte im Archäologischen Park nicht mehr geben. Im Kempten-Museum gibt es künftig nur noch eine Sonderausstellung pro Jahr. Schlechter besuchte Führungen werden nicht fortgeführt und auch die Schließzeiten müssen angepasst werden. Besonders hart trifft es den Marstall. Die lange geplante Sonderausstellung Rom lebt muss abgesagt werden. Im Kulturamt Kempten bedauert man die kommenden Schritte. Einen anderen Weg habe es aber schlichtweg nicht gegeben, sagt Kulturamtsleiter Martin Fink. Der Haushalt, den wir für das kommende Jahr vorgesehen hatten, war eh schon ein sehr, sehr knapper Haushalt. Wir wussten von vornherein, dass wir weniger Geld zur Verfügung haben werden, als wir es die letzten Jahre hatten. Das heißt, wir sind ohnehin von einem sehr, sehr knappen und kleineren Budget ausgegangen, als wir das im letzten Jahr und diesem Jahr hatten. Davon nochmal zu kürzen, ist ein Kraftakt gewesen und ich bin da auch tatsächlich meinen Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr dankbar, dass wir das zusammen sehr schnell geschafft haben. Und wir haben schlicht alles, was nicht dringend notwendig ist, um die Betriebe aufrechtzuerhalten, auch für unsere Häuser und für unsere Organisationen, schlicht rausgestrichen. Die drastischen Kürzungen bewahren die Häuser dann immerhin vor einer kompletten Schließung. Ganz nach dem Motto, lieber direkt und durchgeplant sparen, anstatt dann irgendwann komplett auf dem Trockenen zu sitzen. Die Kürzungen, die wir jetzt durchgeführt haben, sind meinem Eindruck nach gerade noch akzeptabel. Sie zerstören keine gewachsenen Strukturen. Wenn wir das jetzt ein Jahr machen, dann ist es natürlich schade, weil wir im nächsten Jahr dementsprechend ein geringeres Angebot haben. Aber im Moment zerstören wir noch nichts.
wenn wir die gleiche Situation das Jahr drauf nochmal haben, dann kommen wir natürlich an die Substanz und laufen Gefahr, Dinge, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, tatsächlich auch nachhaltig zu schädigen. Es sei die Axt angesetzt worden, heißt es in Kempten zu den Sparmaßnahmen. Aber im Moment ist es der einzige Weg, Langzeitschäden zu verhindern und positiv in Richtung Zukunft blicken zu können. Das waren die Allgäu-TV-Nachrichten für diese Woche. Ich verabschiede mich schon mal, aber bleiben Sie noch dran, denn gleich gibt's Neuigkeiten aus dem Landtag. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Willkommen zu Plenum TV. Der Landtag macht sich Gedanken über die Sicherheit bei uns in Bayern. Die Anzahl der Straftaten mit Messern steigt nämlich seit Jahren kontinuierlich an. Aber wer sind diese Täter? Welche Motive haben sie? Und wer sind die Opfer? Einige Fraktionen wollen Details vom Landeskriminalamt anfordern. Ist das sinnvoll? Also wenn man bis jetzt noch nicht über die Lage Bescheid weiß, dann tut es mir echt leid. Die Lage ist relativ klar. Die Messergewalt ist sprunghaft gestiegen seit 2015. Besonders das Migrantenmilieu ist betroffen. Es ist eine andere Kultur. Da ist es einfach üblicher, Messer mit sich zu tragen. Das muss man unterbinden. Was jetzt passiert, ist eine Erweiterung auf Basis unserer Kriminalstatistik um die Tatverdächtigen. Mit der Idee, noch besser zu werden, auch bei der Prävention, um Ereignisse wie in Mannheim und in Solingen für Bayern verhindern zu können. Natürlich kann man einen Bericht zusätzlich machen, wenn Sie das für nötig halten. Aber Handeln wäre angesagt. Es ist einfach angebracht, dass Menschen, die zu uns kommen, mit unserer Kultur nicht umgehen können, einfach mal ein komplettes Messerverbot bekommen. Und in dem Ergebnis des Lageberichts vorwegzugreifen, ist für mich klar, dass generelle Messerverbote, wie die Bundesregierung sie vorschlägt, wahrscheinlich wenig wirksam sein werden. Denn wer aktiv gewissermaßen einen Terrorakt plant, der wird sich von einem Messerverbot davon wohl nicht abschrecken lassen. Ich halte es aber für sehr sinnvoll, das situativ zu tun. Das ist ein Straftatsbestand, der bisher nicht extra ausgewiesen wird in der Kriminalstatistik. Deswegen wissen wir nicht genau, wie oft kommt es vor, wen betrifft es, wer sind die Opfer. Und es führt dann dazu, dass im Bezug zu der Tatwaffe Messer eben auch Verschwörungstheorien kursieren. Das seien irgendwie alles nur Ausländer oder was weiß ich was. Wir bezweifeln das und so ein Lagebild kann eben dazu beitragen, dass wir Zahlen, Daten, Fakten haben. Deshalb ist es sinnvoll, da sehr genau hinzuschauen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, dass Mannheim, dass Solingen in Bayern nicht passiert. Damit in Bayern gebaut werden kann, brauchen wir natürlich Material wie zum Beispiel Sand, Kies, Zement, Baustahl und noch vieles mehr. Die zuverlässige Versorgung mit heimischen Rohstoffen ist natürlich auch die Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit. Die Gewinnung und Sicherung dieser Rohstoffe muss unterstützt werden, so lautet ein Antrag. Wenn wir uns die CO2-Bilanz anschauen, dann ist Bauen ein großer Faktor. Und wir müssen in die Richtung kommen, dass wir Bestand besser sanieren und wenn wir neu bauen, dass wir dann eben auch heimische Rohstoffe verwenden, zum Beispiel Holz, da haben wir in den bayerischen Wäldern genug. Und wenn wir das verbauen, dann ist es erstens klimatechnisch besser und zweitens hilft es auch der regionalen Wirtschaft. Wir brauchen 150 Millionen Tonnen Rohstoffe, um unsere Bauziele zu erreichen. Alleine 200 Tonnen, um ein klassisches Einfamilienhaus zu errichten. Und die Corona-Pandemie einerseits, die Energiekrise, getriggert durch den Überfall Russlands auf die Ukraine auf der anderen Seite, haben dazu geführt, dass uns diese Rohstoffe auszugehen drohen, dass sie unglaublich teuer geworden sind. Die Rohstoffversorgung, die Rohstoffsicherheit, die zerschießen wir uns gerade selber. Schauen Sie sich um, das einzig bayerische Stahlwerk, wo wir haben, Lechstahl in Meitingen, die kämpfen ums Überleben. Warum? Nicht, weil sie nichts verkaufen können, weil die Energiepreise so hoch sind, dass die schon Wochen im Voraus planen müssen. Wann könnte es denn mal günstige Energie geben? Wann können wir die Öfen anfahren? Wann schickt man die Leute nach Hause? Das ist doch das Problem. Wie wir das gemeinsam hinkriegen können, sodass wir unsere bauwirtschaftlichen Ziele für die Menschen in Bayern erreichen und trotzdem sinnvoll mit Ressourcen, mit Rohstoffen umgehen, das soll Ziel dieser Anhörung sein. Das halte ich für eine vortreffliche, für eine wichtige politische Aufgabe, die wir über diese Anhörung ganz oben auf die Agenda der Bayerischen Staatsregierung setzen. Soweit Aktuelles aus dem Bayerischen Landtag. Aber wir von Plenum TV sind nach den Herbstferien wieder für Sie da, hier bei Allgäu TV.